Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Der Fortschritt ist eine Schnecke. Und an dieses Zitat von Günter Grass habe ich gedacht, als ich mir letzte Woche die Pressekonferenz von Emmanuel Macron angesehen habe, wo er die Ergebnisse des Libyen-Gipfels in Paris vorgestellt hat. Es war sein zweiter Anlauf, und man kann wirklich sagen, er hat langen Atem bewiesen und er hat auch etwas erreicht. Er hat erreicht letzte Woche, dass auf der einen Seite der libysche Regierungschef Sarraj, auf der anderen Seite General Haftar, die Vertreter der beiden Parlamente, die zerstrittenen Parlamente Libyens, mit an einem Tisch saßen. Es war dabei Europäische Union, es war dabei Afrikanische Union und diverse Nachbarstaaten. Und alleine das, dass die sich zusammensetzen und gemeinsam versuchen, eine Lösung zu erarbeiten, ist schon mal ein Fortschritt. Und es ist auch ein konkreter Fortschritt, dass jetzt mittlerweile ein Wahltermin für Libyen auf dem Tisch liegt, den 10. Dezember. Es wäre noch ein größerer Fortschritt gewesen, wenn die Anwesenden alle eine Abschlusserklärung auch tatsächlich unterzeichnet hätten. Tatsächlich haben sie sich aber nur darauf einigen können, dass die Abschlusserklärung in Anwesenheit aller verlesen wird. Habe jetzt auch gelernt, dass das auch ein diplomatisches Mittel ist. Also sie haben sich nur darauf geeinigt, dass es verlesen wird, und damit sind wir wieder bei der Schnecke. Und meine Damen und Herren, ich erzähle das deswegen, weil wenn wir jetzt danach oder in den nächsten Wochen auch über EUNAVFOR Med reden, dann muss klar sein, dass im Mittelmeer selbst nur Symptombekämpfung stattfindet, wenn es um die Bekämpfung der Schlepperkriminalität geht. Das eigentliche Kernproblem muss an Land gelöst werden. Und damit man an Land effektiv gegen Schleuser, gegen Menschenschmuggler vorgehen kann, braucht es ein gewisses Maß an Stabilität, an Sicherheit im Land. Dazu braucht es eine Regierung, die von allen Seiten anerkannt wird. Und ein Weg dorthin geht über Wahlen. Und jetzt sind wir einen kleinen Schritt auf diesem Weg vorangekommen. Und ich hoffe, dass die Wahlen am 10. Dezember auch stattfinden. Und im Rahmen dessen, was möglich ist auf Sie, ist EUNAVFOR Med durchaus erfolgreich. Und die Zahlen wurden gerade von Staatsminister Roth genannt. 500 Schleuserboote wurden zerstört. Ungefähr 150 Verdächtige den italienischen Behörden übergeben. Wir haben eine ganze Reihe von Erfolgen, auch wenn es um Waffenschmuggel und Ähnliches geht, um die Bekämpfung. Und meine Damen und Herren, 200 Mitglieder der Küstenwache Libyens wurden ausgebildet. Ich weiß, wie schwierig die Situation ist. Über 100 weitere stehen zur Ausbildung an. Meine Damen und Herren, da sind wir vorangekommen, und sie werden auch immer effektiver. Aber wir müssen einen langen Atem haben. Wir haben jetzt in der nächsten halben Stunde gleich die Debatte zu UNIFIL. Da geht es um Libanon. Im Libanon bilden wir seit 2006 Küstenwache aus, durchaus mit messbaren Erfolgen. Aber es zeigt, mit welchen Zeiträumen wir rechnen müssen. Wir haben ein hohes Interesse daran, dass die Situation in Libyen sich stabilisiert. Dauerhafte Instabilität in Libyen, direkt an der Außengrenze der Europäischen Union, können wir uns nicht erlauben, wollen wir uns nicht erlauben. Es ist auch im deutschen Interesse, einen Beitrag zu leisten, das Land zu stabilisieren. Wir tun das auf See mit EUNAVFOR Med. Wir tun das an Land, soweit es möglich ist, mit unserer Entwicklungshilfe. Und wir leisten zu den diplomatischen Bemühungen jetzt erst wieder unter französischer Führung einen wesentlichen Beitrag dafür. Dieser Weg ist richtig, wir wollen ihn vorsetzen. Und ich bitte Sie nach den Beratungen in den Ausschüssen danach um Zustimmung zu diesem Mandat. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.